wunderschönes Buchcover. Nicht. Ja, ich hatte es euch schon angedroht und hier ist sie nun die zweite Folge von Buchcover und Titel Fails und ich leg mal direkt los mit einem absoluten Sahnehäubchen. Und zwar diesem wunderschönen Exemplar, was ich netterweise von Lena empfohlen bekommen habe. Falls ihr Lenas Blog noch nicht kennt, der ist natürlich unten in der Infobox verlinkt. Ja, aber auf jeden Fall verwünscht und zugenäht heißt das gute Buch, was so ein bisschen sehr rosa und skurril ist. Denn was sieht man dort? Man sieht Pferdehufe. Rosa. Wow. Also, dass das arme Tier verwünscht ist mit solchen Hufen oder mit einer Besitzerin, die so etwas mit ihm anstellt, das ist ganz klar. Aber was hat es mit dem zugenäht auf sich? Ich möchte es vielleicht gar nicht wissen und vielleicht können wir alle sehr dankbar sein, dass man nur die Hufe des Pferdes sieht. Ekelhafte Vorstellung. Jedenfalls, warum tun Verlage sowas? Ich finde, es ist ja auch schon sehr, sehr aussagekräftig, dass dieses Buch seit dem 1. Juni erhältlich ist, also seit über 3 Monaten, und es noch keine einzige Rezension auf Amazon dazu gibt. Wahrscheinlich, weil einfach noch kein einziger Mensch dieses Buch gekauft hat. Ich meine, möchte man das im Regal stehen haben? Ich denke nicht. Wer auch immer dafür verantwortlich war, dass dieses Cover so erscheint, hat er sich das vorher angeguckt? Oder haben die einfach aus Versehen ein falsches Bild gedruckt? Hat der zuständige Designer gedacht, so, ja, ich muss jetzt ja nur noch den Ordner, das Bild eben in den Druckenordner ziehen und ups, Mist, das war aus meinem Privatgebrauch. Fällt schon nicht auf. Aber na gut, kommen wir von Hölzchen auf Stöckchen oder eher von Hufen auf Füße? John Green ist ein unglaublich talentierter Autor, wie wir fast alle wissen, zumindest alle, die schon mal was von ihm gelesen haben und es mochten. Und ich habe bis jetzt ja leider nur Das Schicksal ist ein mieser Verräter gelesen, aber ich plane auch noch alle anderen irgendwann mal in mein Regal stellen zu können. Und eins von diesen Büchern heißt auf Deutsch Eine wie Alaska. Das englische Cover ist sehr, sehr schlicht gehalten und sehr hübsch. Ich mag ja schlichte Cover. Aber das deutsche! Oh. Ich meine, das ist eine Katastrophe. Guckt es euch an. Da sind riesengroße, lange, komische Füße drauf. Und ein Swimmingpool, der irgendwie so angeschnitten ist. Und der Autorentitel und dieses eine Wie ist winzig klein. Alaska dafür riesengroß. Also wenn man überhaupt nicht weiß, worum es in dem Buch geht, dann sitzt man erstmal da. Alaska, Füße, Swimmingpool. Das passt nicht zusammen. Oder bin ich die Einzige, die bei Alaska an Schnee und Kälte und Einöde und ich habe keine Ahnung, was da so rumkreucht und fleucht, Eche oder so denkt? Ich weiß es nicht. Aber auf jeden Fall hat mich dieses Cover unglaublich verwirrt. Und eine wie Alaska, also ein Mädchen, das wie Alaska ist, kalt und öd. Was hat das jetzt mit ihren Füßen zu tun? Sie hat kalte Füße. Frauen haben immer kalte Füße, das wird es sein. Es ist eine Geschichte über einen Jungen, der blöderweise ein Mädchen abkriegt, das immer kalte Füße hat und noch dazu ziemlich langweilig ist. Und wahrscheinlich geht es in dem Buch darum, wie er sie wieder los wird. Also sowas wie dieser eine Film, wie heißt der? Wie werde ich ihn los in 10 Tagen? Nur andersrum. Also wie wird er sie los? Das Mädchen mit den kalten Füßen. Ich habe keine Ahnung. Aber es klingt unheimlich scheiße, wenn man einfach versucht, die Geschichte zu interpretieren anhand des Buchcovers und des Titels. Und nein, auch da, lieber Verlag, nächstes Mal nicht so. Aber wer schon ein Problem mit Füßen hat, der mag vielleicht auch nicht unbedingt eingelaufene Menschen, ich weiß es nicht. Aber dieses Buch fasziniert mich. Ich habe schon unglaublich viel Gutes davon gehört. Also die Geschichte soll unglaublich schwarzhumorig und irgendwie super genial sein. Keine Frage. Aber dieses Buchcover. Eine Frau bei 1000 Grad. Und dann diese alte, schrumpelige Frau, die irgendwie... Wenn man Frauen zu heiß wäscht, sagt uns das Buchcover ganz eindeutig, kriegt man Karl Lagerfeld. Er fällt mir dazu auch nicht ein. Auch das möchte ich unbedingt an einem Sonderplatz im Regal haben. Vielleicht anstelle von Vatermord und andere Familienvergnügen. Eine eingelaufene Frau mit Fluppe in der Hand. Kommt gut. Kommt gut.
Und bevor ihr jetzt noch alle Albträume bekommt, kommen wir zu einem... Okay, das Buchcover ist nicht besser. Es wird euch wahrscheinlich ein bisschen traumatisieren. Tada! Garp. Garp. Schon ein guter Name, aber John Irving, verzeihen wir das? John Irving, er hat uns hier, wie heißt es, Gottes Werk und Teufels Beitrag gebracht. Und ganz viele andere ziemlich coole Bücher, die ich alle noch nicht gelesen habe, aber unbedingt noch lesen muss. Und naja, dieses Buchcover ist eigentlich, es kann nichts dafür. Es ist wohl die Ausgabe zum Film, der mal gedreht wurde vor, ich habe keine Ahnung, wie viel tausend Jahren. Ja, und dieses Buchcover wurde nun an den Film angepasst und wow, verstörend, oder? Ich meine, da ist ein komisches, nacktes Baby, was einen leichten Psychoblick hat und vom Himmel fällt und Garp heißt. Garp. Es ist, freundlich ausgedrückt, nicht ideal. Denke ich. Nein. Jedenfalls habe ich euch heute meine vier hässlichsten Buchcover, die ich finden konnte, gezeigt. Und ihr könnt mir ja mal verraten, ob ihr eins der Bücher schon gelesen habt oder, wenn nicht, ob ihr diese Bücher in der Buchhandlung überhaupt anfassen würdet. Und wenn ihr sie kaufen würdet, würdet ihr euch das wirklich ins Regal stellen? Also, ich glaube, wenn ich es zufällig hätte, eins dieser Bücher, ich würde es irgendwo verstecken. So hinter anderen Büchern, die schöner aussehen. Beim Lesen in der Straßenbahn würde ich auch einen Schutzumschlag drum packen. Ich meine, ernsthaft, was denken die Leute von euch, wenn sie euch sehen, wie ihr ein Buch lest, das ein fallendes Baby zeigt? Garp. Das finde ich schon zu gut. Nein, ich komme nicht drüber hinweg. Es tut mir leid, ich hänge irgendwie an Garp. Jedenfalls, das war's mit meinem Sonntagsvideo. Ich hoffe, ihr habt noch eine schöne Woche, ein schönes Wochenende. Macht's gut, wir sehen uns am Mittwoch wieder. Ohne Nachkrampf.